Und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind Teufelsgamer, Patrick, Leon, Mattis und Tommy und natürlich Mirko nicht vergessen. Hallo. Ach ja, moin. Heute ist noch was Besonderes. Teufelsgamer hat Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Teufel. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ein Jahr lang, das musst du dir immer klar machen. Happy Birthday. Und achso, ich grüße Tom, der ist im Moment noch auf dem Schüleraustausch in Frankreich, habe ich gestern schon im Video gesehen. Genau. Schöne Grüße auch an dich, Tom. Frankreich. Und ich find's immer noch schade, dass du heute nicht an der Jugendflamme 2 dran teilnehmen konntest, aber du bist halt in Frankreich, kann man nichts gegen machen. Ja, wie ist es denn gelaufen? Alle aus unserer Jugendflamme haben bestanden. Das bei allen haben wir alle gezittert, weil der keine Sicherheitsschuhe mit hatte. Mhm. Und auf dem Anmeldungstest stand, jede Übung wird mit Sicherheitsschuhen durchgeführt. Mhm. Kommt immer drauf an, was man für ein Typ hat. Patrick, ich fahr mal wieder zum Hof, ne? Wenn ich wegen Sonnenküsse einen durchfallen lassen, das würden wir eh nicht machen. Nee, ich hab keins mehr. Alle Zelder sind im Moment. Alle zwei. Achso, ja, genau. Gut. Ja, hier ist Fabian. Ja, hi Fabi, hier ist Mocky. Hast du Lust, mit zum Café zu kommen? Nee, ich hab grad keine Zeit. Ich bin ein paar organisatorische Dinge am Klären. Ja, okay. Leon? Tschüss. Ja. Du schnappst hier einen Drescher. Tut mir leid, ich hab jetzt gerade keine ganz anderen Aufgaben für dich. Ja, das Problem ist, ich bin noch im Garten, aber am Garten zu finden. Achso, wenn du gut. Nee, dann, Mattis, schnappst du den Drescher und fährst hier nebenan. Das Feld, was hier nebenan ist, das dreschst du. Ja. Ich höre das gerade über CB-Funk mit, aber ich würde eigentlich sagen, dass wir es noch nicht machen, weil wir können morgen vernünftig anfangen zu dreschen. Morgen würde ich dann. Ja, ich wollte noch den Drescher, den dass ich hier den Mieter anrufe und dann den Häcksler miete. Ja, aber ich habe den Drescher jetzt so ein paar Stunden im Einsatz gehabt und ich würde jetzt mal so langsam einen Check machen, nämlich sonst, ich habe ein bisschen Bange auf das Ding. Patrick, die meinten, es soll heute noch regnen, der Wetterbericht, also. Sonne. Ja, auf meiner Fang an, mach eine Probedreschung und dann gucken wir. Nee. Das Problem ist, Leon, ich muss ihn doch noch abschmieren. Das kann Mattis auch machen. So dumm ist er nicht. Was ist abschmieren? Aber jetzt ist wieder vorbei. Das hat sich jetzt eh erledigt, Leute. Tommy? Kurz vor unserem Ding. Ach, fahr doch nicht so schnell. Ist ein Übungseinsatz, oder? Ja. Fahr mal mit 30 hin. Das ist alles gut. Fahr mal mit 30 hin und dann ist alles gut. Ja, warte. Na, Patrick, bist du noch am Feld fertig geworden? Nee. Muss ich gleich nochmal hin. Oh, schlecht. Lieb sein. Er steht da noch am Hof. Ich war kurz vor unserem Handel, Alter. Kurz vor unserem Hof. Was sagst du da, warum das so vorne da wackelt? Frontachse und so, und die Motorhaube? Ja. Das ist Federung. Echt, wackelt das auch? Bei mir wackelt das neben. Wenn ich über den Feldweg fahre, wackelt mein Mähwerk hinten. Ach, fahr noch mal langsamer, dass wir die hinten noch ein bisschen so abbremsen. Ach, weiß ich. Im Wagen vor mir, im Trecker vor mir sitzt ein kleines Mädchen. Ja, das bin ich. Ich weiß nicht, ob die eine ein Navi hat. Nein, hab ich nicht. Sie fährt jetzt schon seit Stunden vor meiner Nase. Und sie fährt im Kreis im Kreisverkehr. Oh, go, Power Rangers. Oh, Fabian, bleib mal auf deiner Seite. Mach mal Blaulicht an. Ja, echt? Ja. Markus und Leo. Ich hab Blaulicht an. Ich würde gerne wieder Drehleiter fahren.
Bei mir war es auch. Horn lenken und sonstiges gleichzeitig geht nicht so gut. Aber Tommy ist wahrscheinlich schneller als ich. Sehe ich gerade nicht. Ich glaube, wir haben ein Fahrzeug zu wenig in der Halle, oder? Ja, ich pack hier schon MTW raus. Nee, hier sind noch drei drin. Also das passt noch. Drei sind hier noch drin. Hallo? Wer ist der Besitzer? Sind Sie der Besitzer? Ja, okay, was ist hier denn los? Ja, man sieht das. Ja. Ich muss mir kurz einen Einsatz. Machen. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Stoffe gelagert? Ich nehme den RW mit. 1233. Nee, nee, stell dich mal. Einsatzleiter kommen. Warte, ich mach das Platz. Stell dich mal hinter Parks Auto. Mit deinem EWG. Sieh zu, dass du den RW mitnimmst. Ich mach hier. Hallo, ich will gerade. Sind hier verletzte Personen? Ja, vier Stück, okay. 12, 33, 1, 1, 1. So, einmal ganz kurze Lagemeldung. Vier Personen werden vermisst in diesem Gebäude. Ja. Das Gebäude brennt. So, Mirko, du fährst mit deinem LS nach hinten durch. Sofort nach hinten durchfahren. Mathis? Ja. Du und deine Leute. Ihr fahrt zum nächsten Hydranten. Das ist, wenn du in den Weg von den Höfen reinfährst. Ja. Und dann bei Haus Nummer 3. Da ist der nächste Hydrant. Ihr verlegt dann die Wasserversorgung zum TLF 4000. Wenn das TLF 4000 an der Einsatzstelle angekommen ist, ist es ja schon. Das TLF 4000 stellt sich vor die DLK. Von der DLK, von der TLF 4000 kommt dann das Wasser zur DLK und an das LF. Verstanden. Jo. So. Wer ist Fahrer vom TLF 4000? Du. Ja. TLF 4000 wird vorne an der Straße platziert, aber so platziert, dass die DLK gleich davor kann. Ja, okay, verstanden. 1245-1 an Einsatzleiter kommen. Ja, Einsatzleiter hört. Ja, gehen zur Menschenrettung vorkommen. Ja, bitte stellen Sie den Sicherheitstrupp dazu. Also Sicherheitstrupp stellen und einmal eine Riegelstellung aufbauen. Ja, verstanden. So, ihr fahrt zum TLF 4000 und baut euch da auf. Kontrolle des Gebäudes von oben. Ja, verstanden. Und ihr kriegt gleich das Wasser vom TLF 4000. Jo, okay, verstanden. Marsch. So. Ihr seid zur Absicherung der Einsatzstelle bei der DLK zuständig. Ihr bleibt hinter dem ELW und stellt euch quer, richtig. Okay, ich bin 2541 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter hört. Wir haben eine verletzte Person gefunden. Komm. Ja, das ist verstanden. Die verletzten Personen kommen zum ELW. Ja, verstanden. So. Ablegen. Einsatzleiter an Gruppenführer LF2C 1243-1 kommen. Gruppenführer hört. Ja, ich bitte Sie darum, auch eine Riegelstellung von dieser Seite aufzubauen, dass das Feuer nicht auf die also von dort aus, wo Sie stehen. Ja, dass das Feuer nicht, also dass der Funkenflug nicht zu weit auf die Gebäude hier direkt also auf die angrenzenden Gebäude übergreift. Ich kann nicht mehr auf die DLK, auf die Leiter drauf. Weil die zu hoch gestellt ist. Müssen Sie, du musst sie tiefer stellen ein bisschen. 1245, ganz Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter hört. Ja. Eine weitere verletzte Person gefunden, sie ist aber eingeklemmt kommen. Ja, das ist verstanden. Holen Sie sich nötiges Werkzeug und retten die Person. Gruppenführer LF2 kommen. Warte. Gruppenführer LF2 an Einsatzleiter kommen. Geht noch nicht. Das will ich das mal machen. Gruppenführer LF2. Gruppenführer hört. Ja, bitte schicken Sie Ihren Angriffstrupp
plus ihren Wassertrupp als Sicherheitstrupp oder Schlauchtrupp als Sicherheitstrupp zu mir zum LF1. Wasserstand ist gleich unterwegs. Tommy, Wasserversorgung ist aufgebaut. Jo. Kannst du die Drillleiter mit versorgen? An alle Einsatzkräfte, ist die Wasserversorgung zum LF1 schon aufgebaut? Nein. Soll das so. TLF-4000 ihr? Übernehmen? Also, deine Jungs, deine hier, dein Angriffstrupp geht jetzt mit zur Person zur Personenrettung vor. Wir haben ja noch Leute aus dem MTW, die auch unter Atemschutz dürfen. Die holen sich gleich auch noch Atemschutz und die teilst du bitte dann dazu ein, dass sie mit dem Zoom erstmal den Zoommischer aufbauen und dann den Trecker ablöschen. Aber bitte trocken, ne? Nicht mit Wasser. Fabi, zweite verletzte Person liegt beim ELW. Ja, das ist verstanden. Schick deine Leute wieder ins Gebäude rein, solange die halt noch Luft haben. Schnappt ihr bitte Atem. Weil es werden noch zwei Personen vermisst. Personenrettung ins Gebäude. Gucken uns auch nochmal auf dem Grundstück um. Einsatzleiter an alle eingesetzten Kräfte. Zwei Personen wurden gefunden, zwei Personen fehlen noch. Angriffstrupp vom LF1 und LF2 sind zur Personensuche im Gebäude vor. Die Wassertrupps oder jeweils Schlauchtrupp stellen den Sicherheitstrupp dar. Der Angriffstrupp vom MTW zum Einsatzleiter der Angriffstrupp vom MTW an Einsatzleiter kommen. Ja, Einsatzleiter. Wir haben schließlich mitbekommen, Trecker ablöschen. Ja, ihr sollt Zumischer vom LF1 aus zum Brandherd aufbauen und dann mit Schaumrohr zum Ablöschen des Treckers vor. Okay, gut gemacht. 12. Ja, trocken. Gruppenführer 12-43-1, Angruppenführer 12-45-1 kommen. Wie genau, andersrum, ne? Gruppenführer DLK an Einsatzleiter kommen. Gruppenführer DLK hört. Ja, Frage, welcher Trupp ist bei Ihnen oben auf der Drehleiter? Der älteste Trupp, der bei mir in der Drehleiter sitzt. Ja, das ist verstanden. Angriffstrupp, Drehleiter, an Einsatzleiter kommen. Angriffstrupp hört. Ja, Frage, wie sieht die Lage von dort oben aus? Ja, wir können hier genau ins Fenster reingucken. Ich kann eine leichte Rauchentwicklung entdecken. Ja, ist dort oben, haben Sie eine weitere Person von dort oben gefunden oder nicht? Wir können was entdecken, aber es wäre schön, wenn die Drehleiter mal ein bisschen weiter ran könnte. Ja, bitte. Die Fernbedienungen sind ausgefallen. Bitte Personenrettung über Drehleiter vornehmen. Ja, 12.45.1 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter hört. Ja, bräuchten langsam Verstärkung rein. Hier bei den Kühen. Hier ist eine starke Übergewicht, die Personen gefunden kommen. Ja, das ist verstanden. Angriffstrupp LF2 an Einsatzleiter kommen. LF2 Gruppenführer hört. Ich habe nicht den Gruppenführer angefunkt, den Angriffstrupp. Angriffstrupp hört. Ja, bitte unterstützen Sie den Trupp vom LF1, haben Sie mitgehört? Ja. Super. DLK, Angriffstrupp an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter an alle Einsatzkräfte, wir haben eine dringende Zwischenmeldung. Hier ist ein Dieseltank. Hier vorne sind zwei Dieselzapfsäulen. Diese Dieselzapfsäulen haben eine Temperatur erreicht durch das Feuer. Die müssen unbedingt abgekühlt werden mit Schaum. Auch hier brauche ich einen Angriffstrupp, die von weitem die zwei Zapfsäulen ablöschen. DLK an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter hört. Ja, die eine weitere Person gefunden, können keine weitere Person entdecken. Haben die Person schon zum ELW gebracht. Richten uns jetzt über den Benzintank. Angriffstrupp, ja, das ist verstanden. Eine weitere Person wird noch vermisst. Drei Personen wurden gefunden. Angriffstrupp an Einsatzleitung. Einsatzleitung hört. Wir haben die dritte, die letzte Person gefunden. Hey, sag den anderen. Ja, das ist verstanden. Bringen Sie bitte die Person zum hinter den
hinter der Halle kommen. Neuer Anfang oder ein Notarzt schon vor. Nee, sind schon gefunden. Nein. Ja, nein, eine fehlt noch. Alle Einsatzkräfte an den Einsatzleiter. 12 zu 5 Fahrzeugführer hört. Folgende Lagemeldung: Alle Personen aus dem Gebäude gerettet. Jetzt ist die Einsatzstellung Ablöschen der Brandquelle im Gebäude. Bitte wechseln Sie die Atemschutzgeräte Trägertrupps. Brauchen wir jetzt noch Rettungswagen? Soll ich noch einen Rettungsdienst alarmieren? Alarmieren Sie über den ELW bitte noch den Rettungsdienst. Einsatzleiter an ELW kommen. Ja, bitte alarmieren Sie über den ELW an die Leitstelle, dass wir noch einen Rettungswagen hier vor Ort brauchen. Ja, ELW verstanden. Einsatzleitung an Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Ja, wir bräuchten dringend noch ein NRF und ein RTW an der Einsatzstelle kommen. Verstanden, wir werden das NRF und den RTW alarmieren. Verstanden, Ende. MTW-Angriffstrupp an Einsatzleitung. Teufel, spring mal schnell ins NF. So, Einsatzleitung. Ich wiederhole. Ja. Wir haben zum Notfall auch noch einen NF angefunkt. Ja, das ist verstanden. Ich wiederhole. MTW-Angriffstrupp an Einsatzleitung. Ja, Einsatzleitung hört. Ja, wir haben den Trecker soweit abgelöscht. Dürfen wir den aus dem Gefahrenbereich rausfahren, weil er, Ja, das ist verstanden. Nein, der bleibt negativ, dort stehen. Negativ, der kann nicht mehr gefahren werden. Gruppenführer DLK an Einsatzleiter. Gruppenführer hört. Fragelage der Tankanlage. Sind gut runtergekühlt. Ja, das ist verstanden, aber bitte noch weiter kühlen zur Sicherheit. Ja, ist korrekt. Ich würde den Trecker nicht aus der Gefahrenzone bringen. Wenn da irgendwas drauf Nein, der soll auch nicht aus der Gefahrenzone gebracht werden. Gut. Nur Moin. Kann er tippen. Wir haben hier vorne 4 verletzte Personen. Die wurden aus dem Gebäude rausgeholt. Das Gebäude ist stark verraucht gewesen und 2 Personen kamen auch fast direkt von der Nähe der Brandquelle. Okay, wir gucken uns das mal. Guten Tag. Super. Wenn Sie noch irgendwas brauchen, der ELW steht auch für Sie zur Verfügung. So, noch eine kleine Info. Und zwar auf die eine verletzte Person sind ein paar Kühe draufgetreten. Also die lag zwischen den ganzen Kühen. Okay. Von daher, die wird bestimmt auch ein paar Quetschungen haben. Gut, vielen Dank. Teufel, fahr mal hier vor meinen RTW, bitte. Gruppenführer Rüstwagen an Einsatzleiter kommen. Teufel, ich kläre dich einfach kurz auf. Wir haben 4 verletzte Personen. Ja, bitte begeben Sie sich zum LF1. War unter vielen Kühen eingeklemmt. Wir haben hier vorne einen Tank, der abgedichtet werden muss. Ja, ist verstanden. Aus mit starker Brandquelle. Oder in der Nähe der Brandquelle. Ich kümmere mich drum. LK. Guck mal, den Arzt braucht neue AGT-Geräte kommen. Hat jemand noch AGT-Geräte übrig kommen? Ja, 1245.1 hat noch welche übrig kommen. Ja, welches ist 1245.1? Das LF1. 1245.1 ist das LF1 kommen. Wo steht das denn? Im Kong? Hinter dem Landhandel. Ja, bin unterwegs. So, hier, guck mal, hier der Tank. Der 1233.1 hat auch noch PA. Ja, besten Dank. So. Hier vorne der Tank, der muss abgedichtet werden. Cool. Bitte machen Sie das. Ja, die Leckstelle ist auch noch nicht entdeckt. Ey, Gruppenführer. Irgendwas stimmt hier aber nicht. Ich bin zu blöd, um auf die D-Leiter drauf zu springen. Irgendwie ist das so. Was hier nicht stimmt? Gruppenführer RW an Einsatzleiter. Wissen Sie denn, was hier nicht stimmt? Ja, irgendwie. Läuft das hier? Das hier so komisch. Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal dringend nachfragen. Hey Fabian, das riecht hier irgendwie nach Gas. Ja. Soll ich zur Einsatzstelle noch mal den Gasversorger Nein. Jetzt wird nichts mehr erstmal eingeschaltet. Wir können nun jetzt auch nichts mehr räumen.
Sie holen bitte, sie holen ganz schnell den Gasmesser. Sie warten hier. Ich würde mich ungern DLK-Einsatz, Gruppenführer, ein Einsatzleiter kommen. Ja, Einsatzleiter, hört. Hier ist eine Halle. Hier riecht es nach Gas, hier hinten ist ein Tor, da ist ein Zeichen drauf. Feuer verboten. Ich glaube, hier kommt das Gas weg. Ja, ich begebe mich gerade zu Ihnen. Soll ich den Stromversorger, den Gasversorger anrufen? Gasstärke von 55. Ja, das ist verstanden. Sie kommen jetzt mit mir. Wir suchen jetzt die, den nächsten Zapfhahn. Zapfhahn, hahaha. Nein, den, Gashahn, der hier an der Straße irgendwo ist. Ach so. Wir gucken ganz schnell an der, am ELW. Kommen Sie mit. Kommen wir nochmal zur Frage, ne? Das sind hochätzende Düngemittel. Wir bräuchten doch den ABC-Zug. Ach du Scheiße, 12.45.1 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter, was? Ja, wir haben den Gasanschluss gefunden, kommen. Ja, das ist verstanden. Bitte begeben Sie sich von dem Gasanschluss weg. Wir gehen zur nächsten Gasversorgungsstellung. Stelle. Ja, das ist verstanden. Nur als Tipp, es ist bei dem 30er-Schild. Ja. MTV-Führer an Einsatzleitung kommen. Einsatzleiter hört. Wir sind hier 100 Meter weitergelaufen und wir wollten nach dem Gashahn suchen. Nur jetzt haben wir ein unbekanntes Fahrzeug gesehen. Da drin ist eine Person. Das Fahrzeug liegt auf der Seite. Ja, das ist verstanden. Wir schicken den Rüstwagen zu Ihnen, nachdem das Gas abgedreht ist. Wir bräuchten noch den ABC-Zug. Das sind hoch als den Düngemittel, die da auslaufen. Gruppenführer, Rüstwagen, sofort mit mir kommen. Wo ist der ABC-Zug? Wo ist der ABC-Zug? Wo ist der ABC-Zug? Irgendwo hier muss das doch sein. Ja, hier, das sieht schon gut aus. So, drehst du ab? Jo. So. Ausgedreht? Patrick, jo, ja, ist ausgedreht. Ein Gruppenführer, ja. LF1 an Einsatzleiter. Was? Ja. Hallo. Gruppenführer LF1 an Einsatzleiter. Gruppenführer LF1 hört. Ja, bitte messen Sie gerade mal den Gaswert, der da aus dem Raum kommt. Und öffnen Sie den Raum. Gas ist abgedreht. Ja, ist verstanden. Delka macht sich zur, so, kommen Sie mit, zur Kühlarbeit Sie bereit. Haben die nächste Aufgabe. Hallo. Sie haben die nächste Aufgabe. Sie fahren am ELW vorbei, die Straße runter. Dort ist ein PKW, der liegt auf der Seite. Dort ist eine verletzte Person drinne. MGW in Einsatzleiter? Dort ist ein PKW auf der Seite. Haben Sie das mitgekriegt mit den hochätzenden Düngemitteln? Wir brauchen noch den ABC-Zug. Ist schon unterwegs. Habe ich den ELW nachalarmieren lassen. ABC, RKW am Einsatz eingetroffen. Mir hat der falsche Einsatzort. Hier hinten. Bobby, was ich dir gerade geschrieben habe, lest das ja später, ne? Jo. Ich kann mal deine ganze Gerätschaften wieder zusammen. Oh. Okay. Ja, das wird Zeit. Wer hat sein Handy da so, ne? Out of your channel. Buddy was moved to your channel. Einsatzleiter. Stopp. Einsatzleiter an den ABC-Zug. ABC-Zug hört. Ja, Sie müssten einmal für uns eine Giftstoffmessung durchführen. Ja, ist verstanden. Frage, wo wollen Sie hin? LF2? Noch einmal beim Verkehrsunfall nachgucken. Nein, da brauchen Sie nicht hin, da ist der RW, Sie sind noch an dieser Einsatzstelle. Die DLK wartet gerade auf. Frage an die eingesetzten Kräfte, Feuer aus. So wie Drehleiter, Gruppenführer, so wie und mein Angriffsdruck sehen konnte, ja. 1231, ja, okay, das ist verstanden. Wenn kein Gaswert mehr da ist, bitte lüften Sie das Gebäude. Schmeißen Sie schon mal alle Türen auf. Ja, verstanden. Nur noch keine Lüfter direkt ans Gebäude. 1241 an Einsatzleitung kommen.
Einsatzleiter hört. So, Jungs, noch einmal ja, die Axt. Ja, wir haben keinen Gaswert mehr feststellen können. Ah, genau. Aber hier. Am Helligentour. Ja, das ist verstanden, dann genau, können Helligen. Sie wieder einrücken. MTW Gruppenführer an Einsatzleiter kommen. Er benötigt. Ja, Einsatzleiter hört. Ja, wir haben soweit die, das Auto aufgestellt. Wir schieben es mit Menschenkraft auf die Seite. Was der Person geht soweit gut, sie wird von einen weiteren Trupp eins mit einem deiner Mutter abgeholt. Ja, okay. Und soweit ziehen wir uns hier wieder zurück, verkleinern die Einsatzstelle. Ja, das ist verstanden. Bitte kommen Sie wieder zur Brand, zum Brandeinsatz zurück. Patrick, gerade gekommen. Einsatzleiter, Einsatzleiter an alle eingesetzten Kräfte, Übungsende, abbauen und dann treffen am ELW. Na, Mathe, Patrick, erledigt. So, ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die die mitgemacht haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das war's von uns für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.